Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, wie man Stammzellen aus Körperfett gewinnen kann oder prozessieren kann. Wir unterscheiden hierbei den mechanischen von einem enzymatischen Prozess. Bei dem mechanischen Prozess wird das Fett gereinigt, es werden die Öle rausgewaschen, es wird das Blut rausgewaschen, es werden die gröberen Teile rausgefiltert, sodass am Schluss eigentlich nur dieser Teil noch besteht, in dem sich die Nährstoffe befinden, aus denen wir dann neue Zellen regenerieren können, mit denen wir Entzündungen reduzieren und die auch irgendwo an dreidimensionale Matrix wie ein Puffer im betroffenen Gelenk bilden. Die andere Version ist die Verwendung eines Enzyms. Dabei werden die Stammzellen ganz rein aus dem Fett ausgewaschen und können dann viel weitere Indikationen auch behandeln, wie zum Beispiel chronische neurologische Entzündungen, rheumatoide Arthritis, Parkinson, MS, dadurch, dass man sie in die Blutbahn bekommt. Das enzymatische System ist derzeit weder in den USA noch in Europa zertifiziert, aber wir haben Möglichkeiten, sie an entsprechende Kliniken zu vermitteln.